Olli, ungeschlagen ins Finale, Olympia-Ticket gelöst. Bisher scheint dein Plan aufzugehen. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man jetzt nichts Negatives sagen. Ich habe jetzt jedes Rennen hier gewonnen. Kann jetzt mit breiter Brust auch ins Finale gehen, besonders weil ich hinten raus halt die anderen jetzt auch abgezogen habe, obwohl ich noch nicht so ganz auf der Geschwindigkeit war, die ich haben wollte im Endspurt, aber ja, es reicht. Hast du heute Morgen gewusst, oder wie groß war die Anspannung vor dem Rennen heute Morgen? Du hast ja schon gesagt, es ist heute eigentlich von der Qualität her schon ein Finale. Also ich war gestern schon extrem aufgeregt. Ich hatte extrem Respekt davor, dieser Erschöpfung, die man hier hat, weil das sind ja im Rudern wirklich fast Nahtoderfahrungen, die man da erlebt, wenn man 7 Minuten durchsprintet. Davor hatte ich am meisten Respekt. Ich war relativ zuversichtlich, dass ich es auch ins Finale schaffe, dass ich da auch das Olympiaticket löse, aber diese Angst davor, sich jetzt wirklich weh zu tun, sich selbst zu schänden, das war das Schlimmste. Und im Finale ist jetzt Gold das Ziel? Eine Medaille auf jeden Fall. Und ja, ich möchte so viele Rennen gewinnen wie möglich hier. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Und wenn es im Finale nochmal klappt, bin ich natürlich super happy. Aber jetzt erstmal Olympia-Quali genießen. Und ja. Viel Erfolg. Danke. Danke. Dir.